So, 10 Minuten, da machen wir noch ganz kurz die dynamische Programmierung. Das ist das vierte Prinzip. Ja, was ist dynamische Programmierung? Vereinigt einige der bisher vorgestellten Muster. Auch da versuchen wir irgendwie eine optimale Lösung zu finden. Und was wir machen, wir zerlegen, genauso wie beim Divide and Conquer, das ursprüngliche Problem in Teilprobleme. Allerdings beim Divide and Conquer zerlegen wir das in unabhängige Teilprobleme. Und das ist jetzt bei der dynamischen Programmierung nicht der Fall. Da wird es so sein, dass man das einsetzt, wenn halt Teilprobleme mehrfach vorkommen. Das gucken wir uns gleich an einem Beispiel an. Und die Idee ist dann, dass wenn ich jetzt mehrfach auftretende Teilprobleme habe, ja, wenn ich sowas per Rekursion mache, dann löse ich die halt auch mehrfach. Und das müssen wir halt genau vermeiden, dieses mehrfache Lösen. Gucken wir uns gleich an einem einfachen Beispiel an. Anwendung, auch wieder Optimierungsprobleme und wie gesagt, mehrfach auftretende Teilprobleme werden nur einmal gelöst. Ganz schönes und einfaches Beispiel, Fibonacci-Zahlen, kennen Sie vermutlich. Einfache Zahlenfolge, die rekursiv definiert ist. Man kann mit 0 anfangen, mit 1 anfangen. Ich habe jetzt hier gesagt, so die erste Fibonacci-Zahl ist die 1, die zweite Fibonacci-Zahl ist auch die 1 und die n-te Fibonacci-Zahl setzt sich zusammen aus der Summe der beiden vorhergehenden Fibonacci-Zahlen. Das heißt, f von n ist gerade f von n minus 1 plus f von n minus 2. So, direkt, wenn ich das implementiere, führt das hierzu. Rekursive Variante, FIPR. Ganz einfach, ich überprüfe, was ist das n? Ist das n1 oder ist das n2? Dann gebe ich jeweils eine 1 zurück. Und ansonsten gebe ich einfach zurück FIPR von n minus 1 plus FIPR von n minus 2. Direkte Umsetzung quasi dieser Rekursionsvorschrift hier oben. Gucken wir uns mal an, einfaches Beispiel. Wenn ich das aufrufe mit n gleich 6, was passiert? Naja, FIPR von 6 kommt hier quasi in den Teil, in die Zeile 3, ruft also zweimal auf die Funktion FIPR rekursiv, einmal mit dem Wert 5, einmal mit dem Wert 6. Ja, und Rekursion, wie es nun mal so ist, ja, die kümmert sich ja erstmal nicht so um was hier sonst in der Welt passiert, sondern der Aufruf würde jetzt bearbeitet werden. Genauso in Zeile 3 würden wir feststellen, oje, um den Wert für n gleich 5 auszurechnen, brauche ich FIPR von 4 und FIPR von 3. Das gleiche passiert hier hinten auch, am anderen Ende. Ja, FIPR von 4 und würde zerlegt werden in FIPR 3, FIPR 2. Gelb markiert, das heißt, das kann ich jetzt direkt ermitteln. Da erfolgt kein weiterer rekursiver Aufruf. Die würden hier weiter bearbeitet werden. FIP 4 ruft trotzdem nochmal auf FIPR 3, FIPR 2. FIPR 3, ne, ruft auf FIPR 2, FIPR 1. FIPR 3 hatten wir schon mal, merken wir aber nicht bei der Rekursion. Rufen wir das Ding nochmal auf. Und das letzte Mal hier hinten. Ja, nochmal der Aufruf von dem FIPR mit dem Wert 3. Ja, wir haben mehrfache Aufrufe. Ja, auch bei diesem einfachen Beispiel schon. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, wir rufen das mit einer größeren Zahl auf, ja, dann kommen die noch viel häufiger vor, diese mehrfachen Vorkommen. Ja, also mehrfache Aufrufe hier dieser Rekursion beispielsweise von dem FIPR 3. So, und wie man sich relativ schnell überlegen kann, ich weiß nicht, vielleicht haben das auch in Mathe gemacht, ja, wie aufwendig das ist, das hier auf diese Art und Weise zu berechnen. Ja, man kann sich relativ leicht erstmal hier überlegen, ja, dass dieser Binärbaum, den wir da gerade gesehen haben, dass der bis zur Tiefe n halbe vollständig ist. Ja, und damit habe ich sozusagen schon verloren. Ich habe eine exponentielle Anzahl von Aufrufen. Ja, und das ist natürlich irgendwie doof. Die Anzahl oder der Aufwand steht auch im Zusammenhang mit den Fibonacci-Zahlen, das soll uns aber jetzt nicht interessieren. Wichtig ist, dieser rekursive Ansatz führt auf einen exponentiellen Aufwand. Und das kann man halt eleganter machen. Und dazu soll uns die dynamische Programmierung dienen. 4 Regeln. Das erste, ich habe eine rekursive Beschreibung des Problems, ist hier bei dem FIPR bereits gegeben. Zweiter Ansatz, wir bestimmen eine Menge RP der kleineren Probleme, auf die bei Lösung eines Problems P direkt oder indirekt zugegriffen wird.
Das war hier gerade bei der Berechnung der Fibonacci-Zahlen, waren das halt die Aufrufe für kleinere Werte. Ja, also beim Aufruf von FIB R mit dem Wert 6, waren das die Aufrufe für 5, 4, 3, 2 und 1. Haben wir auch hier. Bestimmung einer mit der Aufrufreihenfolge kompatiblen Reihenfolge der Probleme, sodass bei der Lösung von Problemen PQ nur auf Probleme mit kleinerem Index rekurriert wird. Das versteht man nicht beim ersten Mal. Das heißt einfach, so, wir haben jetzt eben bei dieser Rekursion haben wir von oben nach unten gerechnet. Was ist denn, wenn wir von unten nach oben rechnen? Ja? Die Reihenfolge, die wir haben, ist diese hier, 1, 2 bis n minus 1. Das ist die einzige Möglichkeit, die wir wirklich vertauschen können, sind diese. Ja, für n brauchen wir n minus 1 und n minus 2. Für n minus 1 brauchen wir n minus 2 und n minus 3. Die brauche ich vorher. Ja, und jetzt müssen wir uns halt überlegen, wie wir das geschickt ausnutzen können, dass wir sozusagen zunächst die kleineren Werte berechnen, um es dann sozusagen sinnvoll in die Gesamtlösung einzuführen. Das machen wir, indem wir sozusagen die kleineren Werte hier berechnen. Allererster Aufwand oder allererste Variante. Ja, hier. Ich speichere mir quasi die Ergebnisse in einem Feld zwischen. Ja, und kann das aber auch direkt hier, indem ich es jetzt von unten nach oben rechne. Ja, also ich fange nicht oben bei n an und breche es dann runter in rekursive Aufrufe, sondern ich kenne FIB1 und FIB2. Ja, und kann dann sozusagen in einer einfachen Vorschleife hier die nachfolgenden Werte eintragen. Speichere ich mir in einem Array, ja, und habe dann alle Werte zur Verfügung, ob ich die jetzt brauche oder nicht, sagen wir dahingestellt. Ja. Aufwand ist linear, ja, ist eine einfache Vorschleife. Und ich habe natürlich den Speicheraufwand jetzt hier in dem Array. Genau, aber auf dieses Array kann ich eigentlich auch verzichten, indem ich das nämlich so umsetze. Ich speichere mir eigentlich immer nur zwei Werte. Und zwar wie folgt. Ich sage, mein vorletzter Wert ist die 1, mein letzter Wert ist die 1 und dann im Prinzip von der Struktur her genau das gleiche, was wir eben hatten. Ja, aktuell ist der Wert aus vorletzte und letzte. Ja, hier steht sozusagen gedanklich, dass n, f von n und hier f von n minus 1, f von n minus 2 und f von n minus 1. Ja, und dann sozusagen, um dann die Gültigkeit für den nächsten Schleifendurchlauf zu haben, muss ich das letzte zum vorletzten machen und das aktuelle, was ich hier berechnet habe, mache ich zum letzten. Und sodass dann im nächsten Schleifendurchlauf die beiden wieder korrekt gesetzt sind. Ja. Auch wieder linearer Aufwand. Ich brauche lediglich drei Variablen und diese Schleife und bin irgendwie schon fertig. Ja, und auch das dynamische Programmierung, indem ich mir Gedanken mache über die Reihenfolge der Aufrufe und überlege, das, was ich sozusagen schon berechnet habe, in die Berechnung mit einfließen lasse und nicht so rekursiv herunterhangle.